Misericordias Domini. Dieses eigenartige Wort stammt aus dem Eingangsgesang des Gottesdienstes zum zweiten Sonntag nach Ostern. Es stammt aus dem Psalm 89, Vers 2. Der beginnt mit den Worten: Ich will singen von der Barmherzigkeit und der Güte des Herrn ewiglich und seine Treue künden mit meinem Munde für und für. Das ist die Aussage dieses Gottesdienstes. Er steht seit alters her unter dem Thema der gute Hirte. Es ist schön, dass unsere Tochter Magdalena bereit ist, das Evangelium für den zweiten Sonntag nach Ostern uns vorzulesen. Im Anschluss daran werden wir das Lied vom guten Hirten hören, gesungen von dem Männergesangverein in Hettenroth. Der Herr ist mein Hirt. An dieser Stelle möchte ich gleichzeitig dem Schäfer Kurt Emert herzlich danken, der sich bereit erklärt hat, als guter Hirte sich mit seinen Schafen filmen zu lassen. Das Evangelium für den Sonntag, Misericordias Domini, steht in Johannes 10. Das Gleichnis vom guten Hirten. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an seinen Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für alle Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Auf einer
Ihr Lieben, Jesus spricht von dem guten Hirten. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Was für ein Wort! Wie viel Vertrauen liegt in dieser Zusammengehörigkeit zwischen Gemeinde und Jesus Christus? Er ist der gute Hirte. Er versorgt seine Gemeinde, seine große Herde von Menschen. Ist es nicht gerade in unserer Zeit notwendig zu wissen, wo ich nicht gehöre? Ist es nicht ganz wichtig, dass diese Vereinzelung, dieses Abstand halten, dieses nicht aufeinander zugehen können, dazu führt, dass wir uns nach einer Heimat sehnen? Wir brauchen für unser Selbstverständnis, für unsere Selbstwertschätzung einen Bezugspunkt. Wir müssten wissen, wohin wir gehören. Jeder Mensch hat die Sehnsucht dahin, wo er sein ganzes Vertrauen nach Geborgenheit und Hilfe zum Leben finden kann. Und Jesus bietet sich an. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Sie gehören zu mir. Ich weiß, dass ich einen Herrn habe, der mich kennt, der meine Belange vor Augen hat, der weiß, dass ich Hilfe hier und da brauche. Dieses selbstverständliche Zusammengehören in eine Gemeinschaft von Chören, von Gemeinde, von Kirche, von Gleichgesinnten geht uns mehr und mehr verloren. Unsere Kirchen werden leerer. Jeder geht seinen eigenen Weg. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe kennen meine Stimme. Kennen wir die Stimme unseres Herrn? Hören wir, was er uns auf dem Weg durch dieses Jammertal des Lebens sagt? Nehmen wir seine Weisungen wahr oder gehen wir an jeder seine Wege? Das Bild von den Schafen hat nicht umsonst seinen Sinn auch darin, dass Schafe sowas wie ein Herdenbedürfnis haben. Sie brauchen jemanden, der ihnen voraufgeht. Sie laufen nicht einfach so in der Gegend herum. Sie vereinzeln nicht. Wir Menschen lassen uns manchmal sehr schnell aus dieser inneren Beziehung herausbringen. Wir hinterfragen alles, statt zu hören, was Jesus uns sagt. Ich sorge mich um dich. Du bist mir wichtig. So wichtig, dass ich bereit bin, mein Leben für dich zu lassen. Wir haben Ostern gerade hinter uns. Und haben das gehört, dass Jesus den Tod nicht gescheut hat, sondern ist ihn durchgegangen, um uns den Weg zum ewigen Leben zu ebnen. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Das heißt, ich gebe das Allerletzte für sie.
Ihr seid nicht allein. Ihr seid in dieser Pandemie nicht von Gott verlassen. Und sie folgen mir, heißt es. Folgen wir dem Angebot, was Gott uns macht? Folge ich meinem Herrn Jesus Christus? Höre ich auf ihn oder habe ich meine eigenen Gedanken? Will ich lieber auf Stimmen hören, die mich von ihm wegbringen wollen? Oder brauche ich den Lärm um mich herum, um mich zu vergessen? Ich weiß, dass Jesus viele Möglichkeiten hat, mit uns zu reden. Zum Beispiel im Gottesdienst. Gottesdienst, wo wir als Gemeinschaft zusammenkommen, um auf seine Stimme zu hören. Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu erleben. Zur Ehre Gottes das Loblied anzustimmen. Nachfolgen heißt, mit Jesus durch den Tag gehen. Danke, Herr, dass du mir diesen Tag schenkst. Danke, Herr, dass du mir den Tisch deckst. Danke, Herr, dass es mir gut geht. Dass du mich bewahrt hast vor Schaden an Leib und Seele. Es gibt so viele Möglichkeiten zu danken und sein Handeln in meinem Leben wahrzunehmen. Die Frage ist, ob wir seine Stimme kennen, ob wir wirklich zu dieser Gemeinschaft von Menschen gehören, die sich als Kinder Gottes verstehen. Nachfolgen, dabei sein, wieder einmal hören, was der andere erlebt unter der Führung Gottes. Ja, Gott will, dass wir dieses Gefühl bekommen, ihr seid nicht allein. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes soll spürbar werden. Aber das kann es ja eigentlich nur, wenn ich hinhöre, wenn ich bereit bin zu folgen. Wie anders sollte es gehen? Und das Ziel ist ja nichts anderes als das ewige Leben, das Jesus uns erworben hat. Der Vater hat sie mir gegeben, sagt Jesus. Und der Vater und ich, wir sind eins. Und niemand wird sie, die mir nachfolgen, aus meiner Hand reißen. Die Mächte dieser Welt sind nichts gegenüber dem, was Jesus für uns tut. Er hat die Macht. Er behütet und bewahrt uns. Er ist der gute Hirte und er wehrt den bösen Feind ab, wenn wir ihm das Recht in unserem Leben geben. Ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr dieses Vertrauen gewinnt und dieses Gefühl, bei Jesus Christus aufgehoben und geborgen zu sein. Kommt, wir wollen miteinander dem Herrn nachfolgen, denn er ist der gute Hirte, der nichts anderes im Sinn hat, als uns zu seinem Ziel zu führen. In der letzten Heimat, die er uns geöffnet hat durch die Auferstehung von den Toten. Können wir dafür nicht wirklich dankbar sein?
Wenn wir dieses Angebot annehmen, sind wir, was immer auch geschieht, nicht verloren. Amen.